Bruder. Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Little Hope. Ihr findet das ja immer super, wenn ich irgendwie so Horror-Mystery-Shit spiele. Und heute machen wir das Ganze mit Maxim. Hallo! Ja, ich darf verschiedene Wörter nicht sagen, hat keiner gesagt. Ja, das stimmt. Es ist, glaube ich, ein Nachfolger von diesem Man of Medan. Man of Medan, irgendwie sowas. Ich kann mir jetzt aussuchen, ob ich Anthony oder Tanja sein will. Und ich glaube, du bist Tanja und ich bin... Ich bin Tanja, Alter. Little Hope. Oh, Alter, mega Grafik. Ja, ja. Ich fahre hier so auf Autobahnbasis. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Autobahn ist. Das ist eine Straße auf jeden Fall, oder? Ist schon in-game? Nee. Nee, also... Es muss ja jetzt was passieren. Ja, ich warte auch nur. Ich weiß auch nicht, warum das Spiel Little Hope heißt. Das ist ja so heißt das Dorf. Oh, da ist richtig Alarm. Alarm! Stopp. Was macht ein Schulbus um 23 Uhr her? Alter, die Haut, Alter! Ja, das ist insane! Sieht gut aus. Danke fürs Anhalten. Bitte. Klar. Was ist los? Da vorne ist was passiert. Ein großer Unfall. Wir mussten die Straße sperren. Klar. Wir leiten den Verkehr durch Little Hope um. Wie geht's, Kumpel? Sie wirken etwas verwirrt. Alles gut. Ich will nur diese Leute heil nach Hause bringen. Welche Leute? Ein kurzer Umweg wird sie wohl nicht groß stören. Ach, da Auto sitzt gar keiner drin. Fahren Sie ostwärts. Geht direkt durch Little Hope. Das dauert so auch nicht viel länger. Er findet das nicht so gut, ne? Nee. Der wirkt ein bisschen, wirkt ein bisschen geil auf den. Was? Vor allem, wer ist denn da drin in dem Bus? Schwenkt doch mal die Kamera, Alter. Ja, ich würde es auch gern sehen. Ah, da sind jetzt. Talk. Diese Medaille ist doch jetzt wirklich blank genug. Da kommen gleich Monster oder so. Bist du nüchtern? Der Jumpscare. Oh. Der war, ich warte schon. Also, Respekt. Nein. Die ersten 90 Tage sind ja am schlimmsten. Doch. Vielleicht kommt's gar nicht. Nein. Das ist vielleicht komisch, aber die Medaille hilft mir dabei durchzuhalten. Aber das ist der falsche Weg. Nicht schlimm, nur ein kleiner Umweg. Das ist jetzt haben wir die Kette gesehen. Beruhig dich, alles wird gut. Oh, bitte, John, nicht in diesem Ton, ja? Etwas leiser, bitte. Ja. Alter. Oh, brother. Oh. Ei, schwierig. Oh, Henry, war wirklich jetzt erschrocken. Ich hasse Kinder. Okay. Oh, warte mal, kurz. Muss ich irgendwas drücken? Nee. Alter, die Reifen hat's richtig so zerberstet, den linken. Little Hope. Guck mal, das ist Kevin allein zu Hause. Ja, ich dachte auch wirklich gerade dran. Aber 1 zu 1 das. Wo ist Joe Pesci, Alter? Oh, das ist das kleine Kind. Hör auf, James. Du weißt doch, wie ich es hasse, wenn du mich nicht ernst nimmst. Komm schon, Schatz, das tue ich. Immer kleine Mädchen bei Horror, ne? Das ist so gruselig, ey. Wundert es dich, dass die Augen streiten? Mich nicht. Sieht aus wie ein Mensch. Betrunken. Wie überraschend. Ich hab nur mit den Jungs das Spiel angeschaut, sonst nichts. Ach, sonst nichts? Von wegen? Man munkelt, es könnten Jobs gestrichen werden. Die Fabrik. Das sagst du schon seit Jahren. Ich sorge mich mehr um Megan. Was ist mit Megan? Sieht doch okay aus. Klar, nach 10 Bier wirkt alles okay. Reverend Carson hat sie heute wieder gebremst. Ist die 4. Woche. Da stimmt was nicht. Es ist ernst, James. Du machst dir zu viele Sorgen um sie. Da habe ich jetzt keinen Nerv für. Ganz was Neues. Stress. Du hast für nichts den Nerv. Stress. Was wäre es denn recht? Du machst also, aus einer Mücke einen Elefanten. Der Psychologe in mir was sagt, was sollen das jetzt schon wieder? Um nichts? Allein unsere Familie zusammenhalten so wäre etwas mehr als nichts. Du könntest mir ruhig helfen. Tja, wenn wir eigene Kinder hätten, wären wir vielleicht glücklicher. Das ist Alter, so gemein. Münder bewegen, ne? Ja, siehst das du nicht, krass. Wie schwer das ist? Ich also, bin die einzige, die Probleme so hat. Die Sache Opernsänger mit der Fabrik ist ernst, Anne! Wirklich ernst! Nicht jetzt! Alter! Türen knallen finde ich nicht gut, bin ich ehrlich. Nö. Der wird wahrscheinlich schöner in Köln. Und die hat einfach ein Schlafzimmer mit 3 Türen. Gute Analyse, der wird sich jetzt bestimmt schön einkeulen. Sehen wir gerade das gleiche oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Also bei mir geht eine Frau zur Tür. Nee, bei mir nicht. Also bei mir
Jetzt sehe ich eine Frau vor der Tür. Ja, das bin ich. Ach, du bist die Frau! Ich bin die Frau. Ah, ich habe gerade dich richtig beleidigt, glaube ich. Ich werde durch das Fenster klettern, wenn die Tür nicht bald repariert wird. Tschüss. Ach, der hat dich gebracht, oder was? Ja. Wer bist du denn? Bist du der links? Ich bin der, der neben dir steht, glaube ich. Mit dem grünen Pulli. Du bist sehr schweigsam. Er ist nicht dann wie immer. Seit Dad nach Hause gekommen ist, streiten sie sich. Maxim trifft eine Entscheidung. Ich muss auch was entscheiden. Das ist ja Wahnsinn. Du guckst, Alter. Oh, du guckst voll in die Kamera. Holy shit. Ist er nicht super? Sie streiten sich doch andauernd. Es wird schon langweilig. Wie sie wieder und wieder dasselbe sagen. Dennis, zum tausendsten Mal räum endlich mal deinen Krempel auf den Dachboden. Hey, mehr Respekt. Das ist kein Krempel, sondern eine teure Kunstsammlung. Okay. Das sind Comics, ne? Sie hätte einen tollen Feldwebel abgegeben. Was ist denn mit dem los? Das ist Dennis, wie er leibt und lebt. Er ist ganz er selbst. Alter, zwischendurch guckt einer in die Kamera. Das macht mir richtig Angst. Er erinnert mich übrigens an einen Schauspieler, den ich spiele. Von hey. We Are the Millers ist das, glaube ich, der Sohn. Schwesterherz. Okay, kenn ich nicht. We Are the Millers, Alter. Ja, mit dieser einen. Oh, oh. Oh, oh. Ah, ja, der fällt gleich, ne? Hey, spinn hier nicht so rum. Boah, krass. Das ist, oh, ich dachte, die pinkelt gerade. Und wischt sich so den Schweiß von der Stirn. Oh, oh, scheiße, Brother. Hast du mich erschreckt? Ihr habt über mich geredet. Nicht jetzt, Megan. Ich möchte meinen Vollbart genießen, um diesem Irrenhaus kurz zu entfliehen. Oh, oh. Du, Alter, bitte. Wenn meine Kinder so dastehen würden, Alter. Jo. Gleich einkerkern. Ja. Den Schlüssel genommen. Diese Bitch. Vielleicht redest du mal mit ihnen. Ich will mich da lieber nicht... Tanja, das bist du. Ja. Ich werde nur wieder jemanden verärgern. Ich sehe auch hammergut aus. Das klang ernster als die üblichen Streiter. Ich sehe ja halt richtig scheiße aus. Lieber Megan. Sie hat das trifft eine Entscheidung. Ich würde sagen, Megan nervt. Megan ist ein nerviges Kind, das andauernd nervige Dinge tut. Mama und Dad wissen das schon. Geil. Schon, aber Megan hat den Streit mit angehört. Sie schien sehr aufgebracht deswegen. Sie ist ständig wegen irgendwas aufgebracht. Wo ist die Kleine denn überhaupt? Besser wäre es wohl, Megan allein zu lassen. Als ihre große Schwester habe ich die Pflicht, nach ihr zu sehen. Ja, klar. Sind wir Geschwister? Als hättest du hier das Sagen. Sie ist nach oben. Also bist du der mittlere Bruder, oder was? Ah, ja, scheint so. Ich bleib jetzt unten und du gehst hoch, oder was? Weiß es nicht. Okay, ich bin jetzt in der Küche. Also doch, ich geh hoch, ja. Ich bin in der Küche. Du bist du bei dir unten? Ja. Okay, oh krass, ich kann mich bewegen. Ich kann mich bewegen auch. So. Aufheben. Ich kann hier reden. Warte mal. Das siehst du jetzt nicht alles, ne? Nee. Ich mach hier Sachen. Okay, ich auch. Aha. Ich rede mit Dennis. Hey, Tanja. Warte mal. Bist du hier? Rufst du mich gerade? Ruf dich, ja. Weiß ich nicht. Ich hab sie nicht gefunden. Seid gefälligst still. Ich versuch zu schlafen. Was hast du davon? Don Röschen erwacht. Vergiss ihn. Finde Megan. Bin doch schon dabei. Ich habe Megan schon gefunden, aber die macht die Tür nicht auf. Ich habe ein Buch gefunden. Anthony, wo zum Teufel bist du? Ich habe ein Buch gefunden. Ja, du rufst mich, auf einmal erschrecke ich mich mehr hier. Stehst auf dem Balkon, ne? Raus. Ja. Ich bin jetzt oben. Das ist Mädchen. Jetzt sehen wir wieder beide das Gleiche, ne? Du hast recht mit meiner Familie. Ich sehe das Mädchen unten in der Küche. Ich auch. Am Feuer. Oh Gott, der Gasherd. Den habe ich angemacht gerade. Wirklich? Ja. Ich glaube dir. Da ist noch jemand! Eieieiei! Was ist los? Das gehört mich ausgesperrt! Es ist arschkalt! Voll leise! Ich bin arschkalt, ey. Oh mein Gott! Jetzt werden ich wir alle sterben. Wieder rein, aber verschone Megan. Du machst gleich Peng, oder? Eieiei. Ah, die Puppe. Es brennt wirklich alles.
brennt einfach die Eisenfliesen. Als ob Mist. Ja, ja, der Marmorboden da irgendwie, weiß auch immer. Wo bist du? Unrealistisch. Die Küche steht in Brand. Ist nicht dein Ernst, oder? Oh, lol. Alter, was ist mit der Küche los? Megan! Das Geld ist... Also, wisst ihr, wie das stinken muss? Lol, der ist ja komplett. Mom! Wo zur Hölle seid ihr? Anthony! Hilfe! Hilfe! Anthony! Alter, richtig Stress! Was zur Hölle tust du da oben? Ich bin hier oben gefangen! Schnell über den Balkon! Anthony, Hilfe! Kalle, du musst uns jetzt retten. I don't know what to do. Kalle, do it! Alarm! Oh, jetzt oder was? Alter, wird da halb gegrillt. Ich krieg keine Luft. Oh, das ist Mutti, ne? Mama. Oh Gott. Deck. Die chillt da einfach so. Was ist mit dir? Die ist einfach feuerfest. Hilfe! Oh, shit! Die schöne Brille. Alter, krasser Tod, Alter. Oh, weia. Megan Fox ist einfach ganz... Megan Fox, Alter. Boah, sie ist auch richtig am Verrecken. Ja, das ist auch kein schöner Tod, ja. Vergiftung ist einfach nur Hallo, I die. Ja, stell dir mal vor, du erstickst so. Das ist mega scheiße. Oh, sieht nach Action aus. Tanja helfen! Oder Megan helfen! Ich helf dir! Ich helf dir! Neben mir, du hast recht. Ja, ja. Megan ist unsterblich. Oh, die stirbt einfach! Ey, was? Anthony! Hilfe! Was soll ich tun? Kletter runter, Maxim! Ich stelle da sowas vor. Ich muss jetzt. Geh zum Regenrohr und kletter runter! Ja. Mach das! Ich hab keine. Der klettert los! Runterklettern! Wie ungeschickt du bist! Die fällt jetzt! Nee, nee. Ja! Oh, oh! Oh, was? Nein! Nein! Nein, Maxim, nein! Nein! Also, sind wir jetzt alle aber schon verloren? Du hast mich getötet! Ja, du bist zu dumm zum Laufen! Du hast mich getötet! Aber vielleicht schafft's Dennis. Dennis, go! Ah, der stirbt jetzt auch noch! Ah! Oh! Was? Alter, der ist ja richtig im Pain. Und einer durch den Sack. Alter! Ey, wir spielen 5 Minuten, alle sind tot! Alle tot. Und der erschießt den jetzt. Du hast den Gasherd angemacht, deswegen! Was hast du getan? Mom, hier! Es ist zu spät! Du hast den Herd angemacht, Kalle. Ich hab das Spiel getötet. Wir haben alle, Defeat, Alter, alles falsch gemacht. So viele Tote.